Da hinten kommt auch ein Bächlein runter, ja. Da haben wir noch was gesehen, ja. Das Wetter, letztes Jahr. So, jetzt haben wir hier. Oh mein Gott. Ja, wo sind wir heute? Beim Sebastian von Zulo. Herr Topfinger richtet jetzt auch mal her. Ah, ein bisschen was filmen. Wir müssen euch auch ein bisschen was Neues zeigen. Ah. Was der Sebastian Neues hat. Ich sag's euch. Was hat der hier? Eine Wabenbox? Topfinger, hast du das schon gesehen? Das müssen wir jetzt anschauen. Ich fertig. Ja? Hat einen Automaten. Ja, wir haben beim Sebastian jedes Jahr schon fast so ein bisschen Tradition. Fahren wir zum Sebastian. Ja, Grilling and Chilling. Und schauen wir halt vorbei. Ich nehme euch heute mal mit. Und dann schauen wir mal, ja, wer so auf Schnitzfiguren steht. Also nicht nur im Krei, der ist hier eigentlich auch richtig. Und schau, und den Gottfried haben wir. Du, komm mal raus damit. Lass mal rein. Der Chef und Chefin. Ja, Chefin, die wir jetzt besonders filmen, die haben sich nicht mehr beschwert. Sie kommt zu wenig. Ich komme zu wenig vor in meiner Werbekampagne. Wir haben letztes Mal einen bayerischen Rundfunk da gehabt. Ja? Und, aber sie wurde nicht gesehen. Nicht echt jetzt? Nicht mal durchgehuscht, nein, weil das medienscheu. Kamera. Mhm. Ja, wir haben ja hier kein. Was haben wir? Wir haben ja hier eine Besuchskampagne. Ja, genau. Ja? Deswegen können wir das schon durchziehen. Ja, ja? Ja, wir haben sogar heute. Ja? Ich habe zwar keine so schöne mit Bienen bemusterte, ja? Aber ich trage meine. Nein, meine Abzeichen drauf. Ja, ja, ich sehe es gerade schon. Ja. LBS-Team. Ja. Es ist LBS. Lehrbienenstand. Achso, okay, LBS, das war irgendwo, war das nicht. Das war ein Bausparkasse. Ja? Da, und da habe ich meine Goldprämierung schon gehabt. Ah, ja. Goldene Nadel für. Ja, besondere Dienste im, ja? Verein. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir nehmen heute auch was mit, ja, zum Ausprobieren. Genau. Und ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt gleich filmen, sonst vergesse ich es wieder. Den Fluglochkeil, den kennt ihr ja von mir schon. Und ich habe den das ganze Jahr drin. Der Vorteil ist, man hat halt kein Mäuseverbiss. Also ich habe wirklich da überhaupt keinen. Dieser Mäuseschutz und. Überhaupt kein Problem. Man kann leicht die Beute öffnen, wenn man zum Beispiel einen Totenfall hat, kann man das leicht sauber machen mit einer Feder oder was. Und das ist jetzt neu, das ist quasi das Gate für oder gegen die asiatische Hornisse. Ja, also das wird jetzt halt anstand, der komplette Keil ist jetzt noch hier das Holz. Und das ist jetzt ein zusätzlicher Schutz im Prinzip für die asiatische Hornisse, dass sie hier nicht durchkommt. Wird reduziert. Ja. Ja. Und dann haben wir noch das hier, das wir ausprobieren. Ja? Das ist ein Korb, also ein Fluglochkorb, der dann quasi vor den Einflug gesetzt wird, um den Bienen quasi einen Abflug und auch die Ankunft zu ermöglichen, ohne dass sie die Wespe die Hornisse abfängt. Dass sie im Prinzip schon mal raus können aus Flugloch, genau. Also aus Flugbrett, weil das Ganze funktioniert. Eben mit, da haben wir es nochmal fertig. Genau, da ist es nochmal. Man hat im Prinzip ja das Fluglochkeil vom Sebastian seine dran, also das Flugloch Brett. Ja, das ist ja fest an der Beute dran. Ja. Wenn ihr euch vorstellt, ich bin die Beute, dann kann man das einfach nur so und das war's. Ja. Da sieht man es vielleicht nochmal. Das ist halt einfach zum Anstecken. Das ist jetzt der Boden und dann kann ich das Ganze, man kann es auch ganz nehmen, wenn ich das jetzt so nimmt, steckt man zuerst das Fluglochbrett an. Das ist ja dran. Ja. Dann hätte man theoretisch. Genau. Das ist das Gate dann eben, wo die asiatische dann nicht durch kann und zusätzlich. Und dann könnte man jetzt halt noch das hier. Tada. Den Korb vorsetzen. Und genau. Der Vorteil ist halt, dass der Korb so in dem System halt ganz leicht dran und wieder weg zu machen. Genau. Und man kann mehrere Möglichkeiten zum Einstellen. Man kann eben das Gitter
auch einen Teil öffnen oder einen Teil rauszwicken, aber damit auch Drohnenabflug gewährleistet ist. Ne? Ja. Weil ansonsten sollte man es ja nur in der drohnenfreien Zeit verwenden. Ne? Ja. Ja, das geht also. Wir sprengen jetzt hier so ein kleines Eck, aber ich mache da extra Video, weil sonst, ja, weil heute haben wir ja Chilling and Grilling. Genau, das auf alle Fälle, da kommen wir dann später noch dazu. Das ist ein deins Anflugbrett, hast du ja, denke ich mal. Und das wäre dann auch noch deins zum Ausprobieren und wie gesagt auch mal jetzt mal probieren, ausprobieren ohne die Vespa. Velotina, auch vielleicht mal, wie es verhält. Also ich habe zwar Imker im Saarland, die sagen, es passt wunderbar, passt alles. Ich habe selber noch nicht die Gelegenheit gehabt, aber wenn du mal Zeit hast, probierst du es einmal, wie es sich... Ja, ich mag ihn ja wirklich. Man hat halt wirklich mit dem Mäuseverbiss überhaupt keine Probleme mehr. Und das ist eigentlich das, was ich am unteren, also am linken Stand jetzt hat, Maus. Ja. Ja, ja. Ich mag es halt auch gern und da ist halt so ein Edelstahl. Bei mir natürlich auch immer ein Thema, weil am Waldrand haben natürlich dementsprechend viele solche Mäuse und vor allem im Winter, wo man es ja überhaupt nicht braucht. Ja. Eigentlich, was halt einfach stören. Ne? Da haben wir noch was gesehen. Ja? Ein halber vom halben. Genau, das ist jetzt dann eben für die älteren Imker oder die eben vom vom Gewicht her einfach nicht so schwer. Wir haben da vorher schon geredet. Schwer arbeiten und tragen müssen. Das Lustige ist ja, dass die mit 12er der Tanz sagen, ja, du brauchst einen halben Honigramm, das ist ja viel leichter wie bei Zander. Aber ein gefüllter halber Honigramm bei der 12er der Tanz ist genauso schwer wie ein voller Zander. Ja. Ja, deswegen ist das ist eigentlich nicht dumm. Das ist wirklich. Also das ist dann... Viertel der Honigramm im Prinzip. Ja. Also man hat dann nicht mehr 12 Waben natürlich, weil man natürlich das mit der Wandstärke ausgleichen muss. Man hat dann nur 10 Waben im Endeffekt und setzt man dann quasi über den Brutraum. Das ist ja was Besonderes, was ihr da habt mit die Wandstärken. Ne? Genau, weil das natürlich auch abschließt. Wir haben da jetzt die Außenwände, die langen Seiten, haben bei uns 30 mm. Und damit das eben entsprechend dann auch alles perfekt an den Außendurchmesser angepasst ist und dann auch der Deckel passt dann, ne, letztendlich. Und da hat man eben dann die Möglichkeiten, sowohl als auch, man könnte jetzt theoretisch auch dann, wie man es halt dann macht, auch umsortieren, und dann sich eben mit den viertelten das ist cool. Geschichten. Ja. Ja, das ist so unser 12er Dadant. Den habe ich ja. Die du, glaube ich, hast der 10er da dran. Ja, aber 10er da. Genau, und das ist jetzt der 12er. Und das ist jetzt ein Weimutskiefer Natur. Das ist auch vom Holz her leichter wie ein normale Kiefer. Und ja, wie gesagt, ist natürlich, wir haben die regional, ist jetzt momentan ein bisschen schwieriger mit der normalen Weimutskiefer, die zum Grillen. Und da haben wir jetzt auch wieder was Neues, was wir jetzt zwar noch nicht im Shop drin haben, aber sag ich mal, ich hoffe... Da, was du immer ausprobierst, ja? Genau, in zwei Wochen werden wir einen neuen Shop haben, eine neue Seite. Und da werden dann diese Artikel auch wieder eingepflegt, neu dann, was wir haben. Und das ist halt schon krasses, gell? Und das ist eben jetzt, da muss ja so ein Prototyp, aber das wird dann Vollmetall werden. Ein Bannkäfig für zwei volle Dadant. Brutrahmen. Ne? Ja. Und da hat man eben dann, von der Bannwabenverfahren natürlich über Königinnentausch oder Wabenhygiene natürlich. Ja. Also da hat man ja viele Möglichkeiten eigentlich. Weil der Brut halt ausläuft. Genau, weil der Brut ausläuft und man kann die dann einfach weg tun oder ablegen oder wie auch immer. Ich finde es auch gut, sowas. Also ich bin ja nicht so, dass ich jetzt den Sinn hat, dass man die Brut ausläuft, sondern hauptsächlich für Fangwabe. Ja, genau. Fangwabe für die Milbe, die dann eben in die offene Brut geht. Da gibt es übrigens, dieses Jahr weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Ja doch, ich werde es, warte mal, komm mal her. Dieses Jahr werde ich dann ein Video machen mit dem Fangwabensystem, weil das eigentlich gar nicht dumm ist, ja, weil da schafft man es prinzipiell, wenn man da dahinter ist, dass man komplett ohne Chemie. Ja, genau. Ja, man muss halt dahin, komplett, also wirklich komplett ohne Chemie.
Aber es ist halt ein Aufwand, ein sehr hoher Aufwand. Ich würde es nicht komplett ohne, sondern vielleicht nur mit geringer. Weil wenn man zum Beispiel einen Kunstschwamm hat, den sprüht man dann einmalig ein oder bedampft, wie man jetzt dann hat, dann hat man eigentlich die Milben auf den ansitzenden Bienen und dann hat man schon viel gewungen. Ja. Ja. Das ist, man muss ja eigentlich vieles aus Holz. Wir haben eben da die Futtertaschen, was nicht, die habt ihr sicher auch schon gesehen. Das sind eben da mit auf. Doch, ich hab das schon gesehen. Ja. Hannes, der war der BTV noch. Ja, genau. Ja, BTV hat die auch schon in Verwendung. An dem habe ich es erkannt. Genau. Und es ist halt ein Holz, natürlich Holz muss man aber auch vorher behandeln, also mit Wachs versiegeln von innen her mal, oder mit Bottichlack, wer den kennt, gibt es auch. Also wo man früher zum Beispiel die Holzkrüge außen und also innen versiegelt hat. Gestehen, kenne ich nicht. Nicht, Bottichlack. Ja. Das ist selbst wie ein Schellack, das ist ja natürlich, das muss ein Lebensmittel echt sein, weil man trinkt ja auch draus und da ist er dann auch so. Lebensmittelecht, das Futter, der Bottichlack, genau. Ja. Merkt man es, Bottichlack, kenne ich wirklich nicht kennen. Ja, man lernt immer noch dazu. Ja. Auch du. Was soll das heißen? Ja. Nein, es ist so. Deswegen haben wir ja so regelmäßige Treffen auch, um eben auch wieder so aktuelle Sachen sich im auszutauschen dann. Ne? Das ist ja sehr wichtig. Also ich habe schon wieder was gelernt. Meine Kollegen haben da nicht so. Die anderen der filmt da schon kräftig. Hier geht's so, das ist Ausnahmezustand. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz so Schnitzereien an. Ja. Wer da Interesse an sowas hat. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich bin ein bisschen verschnupft. Der Heuschnupfen, der nagt an mir. Aber ich sag's euch, wenn jemand auf so Schnitzfiguren steht, egal welcher Art, der ist da richtig, ja. Sebastian, sein Vater, ist ja in meinen Augen wirklich eine Berühmtheit, ja, als Herrgottenschnitzer aus Bodenmais. Wer den nicht kennt, ja, der kennt keine Schnitzfiguren, muss man ganz klar sagen, ja. Und da, wie gesagt, da seid ihr richtig. Also wirklich, egal was er da sucht. Gibt's halt. Ja, das sind so viele Sachen. Uiuiui. Da sitzt dann noch der Gottfried. Ein Riesenstier. Eine Kuh. Also der Faun, der ist aus Lindenholz. Wahnsinn. Das ist wirklich crazy. So, jetzt eine neue Abteilung. Das ist ein Wahnsinn. Schaut mal, wie die glänzen. Ja? Das ist doch Wahnsinn. Und das ist halt alles wirklich Holz. Geschnitzt. Ja? Krippala. Also da ist noch viel mehr wie das, was ich hier so zeige. Aber ja, geht halt nicht. Das ist Wahnsinn. Krass, oder? Für die hier so weit weg sind, dass ich herfahren auf Bodenmais. Aber wenn es hier in der Gegend seid, kann ich jedem nur empfehlen. Also gut, ihr verschickt er ja. Aber für das zeige ich es ja jetzt hier. Ich finde das schon beeindruckend. Schaut euch das mal an. Krass, oder? Da steckt Arbeit drin. Mini-Sense. Schaufel, Rechen. Masken.
Nix, wie schnell das geht. So. Jetzt schauen wir dann noch in die Werkstatt. Und nach der Werkstatt schauen wir noch auf seinen Bienenstand. Schauen wir mal, was gibt es Neues. Was macht er Neues, der Sebastian? Also für mich ist es immer ein innerliches Partyhütchen, sagen wir so, wenn wir herfahren. Weil ich mag die Gegend hier. Ja. Es ist, schaut's mal. Ja. Wir sind hier mitten im Bayerischen Wald, also das ist halt Bodenmais. Ja, da fahren wir dann hinter und dann geht es richtig rein in den Bayerischen Wald. Ja. Jetzt haben wir zwei Kameras schon. Das ist bei uns direkt am Geschäft über der Garage. Und ich muss sagen, heuer bin ich sehr zufrieden mit den Mädels. Also bei der letzten Ernte, ich glaube genau 21 Kilo haben wir rausgebracht. Okay. Vom Schleudern her. Und ja. Das ist jetzt zu heiß ist. Da. Ist da die Wahrscheinlichkeit, dass es schwer ist? Es ist so, dass wenn die Sachen, die lasse ich einfach auch schon drauf, weil es logistisch einfach oft bei mir so günstiger ist. Wann hast du gesteuert? Ja, vor zwei Wochen. Genau, oder? Wo ist er, ja. Oh. Allerdings ist schon wieder schön. Ist schon wieder. Geht schon wieder was. Was drin und auch sehr schön. Kommt bei dir jetzt Wald nicht? Nee. Das dürfte jetzt. Das ist sehr Linde. Brombeere. Brombeere. Himbeere ist natürlich. Also ich vermute nämlich bei mir daheim auch, Brom und Himbeer. Vielleicht, dass da von Ahorn was dabei ist. Wald müsste sich jetzt noch entwickeln, aber es schaut gut aus. Also bis jetzt. Siehst du erst, da gibt es einen Kalender. Der Papa. Ja, da sind alle sind's drauf. Vom echt. Bomors. Jetzt sind wir hier an der Werkstatt. Ja? Ja, genau. Viel Holz vor der Hütte. Viel Holz vor der Hütte, hat er gesagt. Ja? Ja. Ja, schauen wir. Schauen wir es mal an. Ja, da blüht sogar die Bienen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Pflanze ist. Das schmeckt sehr intensiv, aber Bienen scheinen was zu finden. Der Mings, ja. Nein, das ist keine. Was? Das ist eine Attrappe. Ja, das war aber auch. Ligusta. Aber da oben schon. Ja? Das sind schon. Ist für Hecke oder wie? Ja, auf dem Grundstückel. Ja, auf alle Fälle besser wie ein Thuja, weil Thuja ist ja tot. Ne? Ja. Ja, der Gottfried. Ja, naja, das war jetzt so, das Holz, genau. Also wir haben es jetzt da eher hinter der Hütte und vor der Hütte. Also, ne? Kann man natürlich so und so sehen. Ja, und das war so ein Stamm, ne? Das war jetzt ein Eicher. Also ich meine, da kriegen wir einen Binder mindestens einmal raus. Ne? Also einmal, glaube ich, ja. Also werden wir danach bestimmt im Video noch sehen, wenn wir da dazukommen, zu einer Schaubeute. So, ja? Letztes Jahr war es, glaube ich, bei mir, ist die umgefallen und schön aufs Hausdach drauf, seitlich. Das ist natürlich... War bitter. Und die hat es dann zusammengeschnitten, Brennholz weg. So ist er. Ja. Brennholz. Also das Haus oder? Beides. Aber das ist schon Wahnsinn, wie gesagt, das sind natürlich Bäume, die ja schon ein schönes Alter haben. Gell? Also wenn man es nicht fällen muss, darf ich so einen Baum auch nicht. Ja. Wo nehmen wir da preislich? Also für einen Rohstamm. Für einen Rohstamm? Mhm. Kubikmeter ungefähr bei 1000 oder sowas. Kubik 1000? Weiter so lang. Letztes Jahr war ja hier die Napoleon-Statue. Ich schaue mal, ob ich das Video finde, dann blende ich es euch irgendwie hier mal ein. Bin gespannt, was er dieses Jahr hat. Ja, weil er macht ja regelmäßig sowas, solche Schaubeuten. Ich bin wirklich gespannt, was es wird. Ja. Da hinten lag der Napoleon. Ein Schwarm hat er eingefangen, sagt er gerade. Da ist wieder so ein Baumstamm. Nö, es war nicht mein Schwarm. Ah ja, du hast ja keine Königin drin. Ja. Ja, aber schau gut aus. Hat er mich drauf, gell? Ja, nicht. Oh, das ist auch eine coole Sehe.
Ja, das ist gar nicht mehr. Wieder Figuren aus dem Stamm wie die Eiche. Oder wir da jetzt sind, speziell aus Douglasie. Ja, da hätte schon Potenzial dazu, gell? Steffi, das meine ich auch. Die schaut heiß aus. Die ist jetzt schon fertig. Die haben jetzt noch roh, oder also grob vorgearbeitet eben. Und der ist jetzt speziell für? Für? Fünf Armableger. Ja. Also ist der Gottfried schon raus. Ich bin raus. Aber die meisten machen eben aber auch nur da Sinn, weil das andere ist eigentlich zum Bearbeiten, wenn du ganz viel drin hast. Das ist zwar machbar, aber. Das ist auch das Logo, ja, von uns. Wollte ich gerade sagen, genau, das ist genau. Euer Logo. Wobei der Kundin, der wollte es eben auch, also Waldhonig, ne, passt ja gut. Ja? Tannen und Fichten, geschnitzt aus Douglasie und eben. Boah, der schaut richtig gut aus. Der Einflug ist im Mund. Ne? So schauen Ablegerkasten aus im Bayerischen Wald. Genau. Ja, also, größer wird es deine, das ist klar. Da, der Gottfried hat auch gemeint, Ablegerkästen haben so Apideas. Gottfried, das ist ein halber Wohnzimmer für dich. Und also ist an der Uhr gehitten, oder? Ja. Kann ich da mit meiner Wohnkarte ja. Also ist, was machst du jetzt da eigentlich, weil Holz geht ja immer, irgendwie. Und es, da willst du das so schauen, es reißt doch immer irgendwie ein bisschen was. Ja. Machst du das besonders Ei oder? Ja, also eigentlich ist es so, das ist ja immer Stammware. Das heißt, Stammware, die reißt immer. Ja. Aber was man machen kann, muss man mir auch beim Großteil machen. Das kommt aber darauf an. Die lässt man eine Zeit lang stehen, dann sieht man, wie sie sich verhält. Okay. Wenn jetzt das so ist, dass vorn mehr der Bereich ist, machen wir mir eigentlich einen Schnitt, einen Kernschnitt, von hinten her, dass die Spannung von dem Kernschnitt von hinten weggeht. Okay, also und nicht vorn kommt. Nicht vorn reicht, also mehrer. Der ist gleich so weg. Genau. Dass du quasi die Spannung nach hinten rauslässt. Genau. Und dann sollen dass ich halt vorn weniger. Wenn es Risse, dass sie nach hinten entwickeln. Genau, dass sie nach hinten entwickeln. Ja. Und das sind ja jetzt, wie gesagt, da Figuren, die in meinem Onkel jetzt macht. Da gehen wir da nicht kurz rein. Das ist jetzt nicht an der Hohebank dran. Die am Ortseingang dann aufgestellt werden. Wahnsinn. Und die Vorgänger, die waren jetzt, glaube ich, über 10 Jahre draußen. Aber das ist halt bei heute so, irgendwann lässt es halt aus. Ne? Aber ich komme nicht. Etwa. Aber du musst halt auch den Baum dazu haben. Also das war jetzt eine schöne Douglasie. Ne? Wir können da kurz da oben reinschauen, da ist es jetzt eh bei der Arbeit. Ein Hund. Servus. Servus. Hallo Walter. Ja. Und beim Malen? Nein, beim Malen nicht. Das wird der Vorlage praktisch für den Bronzeguss dann. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist spiegelverkehrt. Ich wollte jetzt darauf hinweisen, ob du das noch, aber gut. Achso, und das wird dann, du schmierst das jetzt raus? Genau. Und wenn ich jetzt im Gips gossen, ja? Dann kriege ich Gips drauf, dann habe ich ein positives Gips. Ja? Davon wird ein Sandmodell gemacht dann, das wird ein Sanddruck. Und da wird dann die flüssige Bronze eingegossen. Dann. Kleine Tonstörung ist jetzt gleich auch wieder vorbei. Ja, ich tue das ein bisschen nachvertonen. Hier seht ihr mal, hier liegt einfach ein Kopf rum. Ja, da so eine kleine Schaubeute. Ja, so ein Zwischenmodell. Ich will gar nicht wissen, wie oft man da einmal von vorne anfangen muss. Das ist ja irre. Oder hier, das mit dem Hund. Das finde ich auch wirklich beeindruckend. Ja, erstes Bild. Dann grob die Größe. Und dann wirklich aus dem Holz rausgeschnitzt, ist wirklich, also ich bin da wirklich beeindruckt. Das ist halt wirklich Handwerk. Ja? Klimadeckel, dann ist die Leisten, ne? Klimadeckel haben wir ja, das Thema Klimaboden. Ja, das habe ich vergessen, aber so ich habe es nicht vergessen, habe hab ich jetzt einen Selbstversuch gemacht, auch, aber das ist halt ein geschlossener Boden, wo dann der Klimadeckel unten drauf kommt.
Sechs ist Futtertaschen. Und da war also das Geld auch noch mehr, ne? Das war also das für das 12er der Land, wenn das Licht ausreichend ist. Also eben für die ganze Breite. Das wir eben jetzt da dann entsprechend machen für die Imker. Haben wir natürlich ja, zukünftig wahrscheinlich mehr, wie es ausschaut. Also man geht davon aus, dass man übernächstes Jahr flächendeckend mit der Velutina in Bayern zum Tor haben. Ja, wann, Tumpfi, war die Meldung, wo du gesagt hast, in Salzburg, das war in Anfang des Jahres. Und dann haben wir nach München, Salzburg-München, haben wir 120, glaube ich, Luftlinie, ungefähr, plus minus 10 Kilometer, irgendwie so. Dann ist das zu mir. Und wie hast du gesagt, wo hast du gesagt, wo haben sie noch? Wir haben jetzt Prag. Wir haben Salzburg und Unterfranken, also in Hasberge meine ich. Also, Unterfranken ist das weiteste und Prag und Salzburg haben nicht ganz 2 Stunden von uns. Ne. Aber man hatte dann die Schwierigkeit, also angeblich geht es ja mehr, sage ich mal, die Flussläufe nach, wo sie sich dann von da aus verbreitet. Also, kein Problem, da ist bei mir als Erster, ich werde die Bastion sein. Ja. Aber wenn es bei uns herin ist, mit dem Wald, ja, und dann im Naturschutzgebiet und im Nationalpark. Nationalpark, das hast du gesagt, ja. Da ist dann ja, eigentlich. Also der Wald, lang schon. Ja, du hast auch so unzugängliche. Und wer soll das leisten? Wer soll die. Ja, soll das darstellen können, ja? Wer soll denn überhaupt sein? Ja, ja, nein, nein. Ja. Ja. Das Wahnsinn. Das, was ist das da für eine Größe? Ist das Mini Plus oder was? Ist das da Mini Plus da hinten? Schaut euch das an. Die zarten Türme. Oder was meinst du? Die hier? Das ist Mini Plus. Nee. Das ist Mini Plus, ja. Das ist Mini Plus, das schaut so gut. Ah, hast du da so dick gewinnt? Nein, das ist Mini Plus. Allerdings machen wir Mini Plus ja anders. Ich weiß nicht, ob das jemand von uns kennt. Nee. Ich hab mir schon angeschaut. Das ist das Mini Plus. Also wir haben da den Blechdeckel, aber den normaler jetzt. Und da ist es so, da haben 2 Begattungseinheiten drin. Jetzt. Da haben 2 Begattungseinheiten drin. Ich wollte aus irgendeinem Grund immer auf Kalper. Und da ziehe ich einen Sheet, dann habe ich eins. Mini Plus ist eh kein. Na. Und die Spannbügel drin, ne? Spannklammern, kann ich das runternehmen, ein ganz normaler Boden. Und unten mit Schub, aber in alles Holz. Also die Spannklammern, die auch schon verwendet für meine normalen Bolten. Und da ist jetzt ein, ja, mit Fluglochresette, da haben wir jetzt überlegt, da gab es aber welche aus Edelstahl, weiß ich aber noch nicht. Ich finde das manchmal nicht schlecht, wenn da ein bisschen Licht durchscheint. Ja. Aber das, ja. Das sind halt die klassischen. Und was man mir eben dann, also was ich da der Vorteil ist eben, dass man eben also mit zwei Begattungseinheiten dann fahren kann ans Außer da. Und dann auch mit Mini Plus dann 2-zeugig überwintern. Und ja, und die sind ja dann quasi wie Tonigräume, ne? Die sind mit den Abstandhalter drin. Das ist gut. Und da haben wir dann auch die Fütterer dazu, die passen dann auch genau drunter, die kleinen. Die 1 Kilo Fütterer gehen da genau drauf. Also das geht dann alles, darum ist der Deckel auch so hoch. Dass das noch drauf. Ne? Deswegen okay. Haben wir da nicht, damit wir Material verschwendet haben, sondern dass die Fütterer, also sowohl. Dass wenn das jetzt höher ist, dass der Fütterer das auch noch. Also genau, dass das noch abdeckt. Genau. Ja. Dass beides geschützt ist. Richtig, ja. Und wir haben da eben die Möglichkeiten, bei den Fütterer kann man da dann mit Teig oder eben mit Flüssigfütter ganz relaxed futtern. Das ist der mit dem Dom, der Orange, was ja, nicht. Okay. Das ist ein Mehrfachboden jetzt. Okay. Also das ist so, das ist nicht der Futterrahmen. Wo ist nein, der Futterrahmen? Futterrahmen hat das dort. Das ist ein Futterrahmen. Jetzt haben wir gerade gedacht, weil das kannst du ja als Zwischenbodenableger auch nutzen. Oder? Genau. Futterrahmen für Zander da? Ja, habe ich da.
Hä? Ja, und ja, aus einem speziellen Grund. Ja, wir haben ja die früher dünner gemacht, aber es gibt, ich mache jetzt Fremdwerbung, bei Gaze Einsätze, die da genau reinpassen. So Flüssigfutter-Einsätze meinst du? Nein, Flüssigfutter-Einsätze. Mit Rand. Die gängen da genau rein und haben da dann noch, also es ist ein Einsatz. Gängen da drüber mit Rand und dann hast du da vorne, wie bei den Futterzagen auch, oder bei den Fütterern, so, ja. So ein Gitter, wo die Bienen das abnehmen können. Und dann nimmst du die raus, quasi, nach dem Flüssigfüttern. Du kannst zum Beispiel den Teig füttern oder auch anders. Ich habe jetzt, also der Rahmen, da haben wir mit so einem Rahmen, habe ich schon unterschiedliche Sachen gemacht. Oder eben als für Ableger. Also das ist quasi ein Kombi-Ding. Da habe ich dann quasi einen Deckel und dann habe ich ein Flugloch-Resetten. Und dann kann ich quasi das für, kann ich einen Zwischenableger machen auf dem Volk. Und ich zeige es euch dann um am Bienenstand, da habe ich den Rahmen dann auch noch mehr, habe ich dann ausprobiert. Da habe ich unten schon eine Fräsung und dann unser Fluglochblech. Mhm. Aber das verzinkte. Okay. Und dann zwei Magneten einlassen. Genau, dann brauchst du das so nicht pinnen. Und dann pinnst du das schön auf, drehst das um, ist zu, drehst das auch. Schön, cool. Also Thema Rahmen unendlich. Ja, Böden. Fütterer, mit Futterteig, Zwischenableger, ja. Behandeln, weil da gehen auch ein Ding rein, Nassenheider. Ne? Auch klimatechnisch, zum Untersetzen. Ja. Dass du ein bisschen einen hohen Boden machst. Hochboden kannst du machen, damit du einmal einen Trommelraum hast, für, wenn die Fäcker stark sind. Ja, genau. Schöne kannst du mit Fell kombinieren, du kannst jetzt die Futterzage dann auf die Rahmen draufsetzen, dann kannst du unten zum Beispiel einen Teig rein da und oben noch flüssig oder kannst es umdrehen, umdrehen machen, du kannst quasi auf das da oder dann Ich habe früher den Rahmen auch so dünner gemacht, ja, weil die 1 Kilo Backen sind noch dünner, aber dann kriegt man die nicht rein. Wenn meine Videos so schaut, da sieht man, ich habe ein paar, da habe ich die Zacken abgeschnitten. Das hast du jetzt hochgehen und jetzt habe ich aber die höheren Rahmen gemacht. Bei den Rahmen die war das Problem. Ja. Ja, ich habe es nicht reingekriegt, weil vorher Den Rahmen genau. Ein bisschen dünn gemacht. Aber es sollte natürlich schon ein gewisser Abstand sein, damit eben die schnelle Abnahme da ist. Dann, ne? Na, die Dinger, die sind genial. Ja, das ist zum Beispiel so ein Hochboden dann, ne? Dieser Boden, ne? Mit der Bausperre. Ja. Der weil dann quasi nur dazwischen gesetzt wird. Also bei den herkömmlichen, also Böden, die wir haben, wird der dann nur dazwischen gesetzt. Dann, ne? Ja. Next. Nicht wobei schlecht. Da muss man noch mit den Durchmesser schauen, dass auch Drohnen durchkommen. Ne? Ja. Und das jetzt mit Schilf dann. Ne? Aber ich habe jetzt einen Testvölker gehabt, wo ich unterschiedliche Schiede drin gehabt habe. Und die da, oder? Und die mit der Folie, mit der Silber, mit der Dämmfolie, die haben sich eigentlich am schönsten entwickelt. Ja. Weil die einfach eine gewisse Masse haben. Ja, und Dämmung. Du und brauchst Dämmung. Masse und Dämmung. Was dann am besten. Ich habe Hab was gefunden. Für mich, ja. Die werden wir testen. Die werden wir testen. Bin ich gespannt. Also es ist eine Pollenfalle. Ja? Und die habe ich ja so in dieser Ausführung noch nirgends gesehen. Und ich suche ja immer was Neues, immer mal was. Ja, man muss mal was anderes auch probieren. Und da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Also man kann ja sagen, was man will, ja. Aber da bin ich ein bisschen neidisch. Was heißt neidisch? Neidisch nicht, aber ich. Naja, doch. Ja, ist schon, also die Kulisse ist ein Traum, oder? Jetzt ist ein Traum. Und überall fliegen Bienen rein und raus. Überall. Hier. Ja. Und die Gänse. Ja. Meine Frau hat schon Angst vor den Gänse. Oh leck, Hochwasser haben wir.
Ja, da geht es direkt im Bayerischen Wald rein. Ja, da sind wir mittendrin, statt nur dabei. Mit dem Hochwasser. Bulldog, mit dem Bulldog. Kennst du das neue schon? Boah, das hat sich ganz schön verändert hier. Da ist er. Also ich lasse jetzt mal die Kamera laufen, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, was ich da vorhab. Hä? Ich will da rauf. Auf den Königsfelsen. Hä? So. Wow. Weil die sagen ja aber, meine Flipflops. Aber. Ja? Ich bin jetzt auf dem Königsfelsen. Das Ganze wird hier gespeist durch eine Quelle. Ja? Da sind Fische drin, sehe ich gerade. Da sind Krebse drin, das haben wir letztes Mal ja schon geklärt. Aber hier sind Fische drin. Ja? Das muss ich drauf haben. Ja? Nein, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, da sind euch voll. Nein. Ich habe ein bisschen Angst, dass das, weil da der Deckel, der ist schon durch, ja. Warte mal, ich kann ja von hier auch filmen. Da der Deckel, der ist ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr so gut. Oh mein Gott. Nur einmal. Problem ist, der hat nämlich richtig, richtig glatt, ja. Ja, warte mal. Aber hier geht's. Oh. Winken. Ein herrliches Wetter, ja. Es wird jetzt hier das Setup aufgebaut. Ja. Ja, Wahnsinn, ich sag's euch, Wahnsinn. Wer ist denn dieser Kanal? Oh, ist ein herrlicher Tag, Herr Nöder. Das ist hier eine Dokumentation über die Dokumentierer. Aber gern. Was hast du ja schon dabei? Da haben wir jetzt eine Zarge mit Sichtfenster. Okay. Und die tauschen wir jetzt schnell mal. So. Schauen wir mal. Da haben wir auch wieder einen Prototyp für Imker, die ja, ein Handicap haben oder auch schon im Alter Schwierigkeiten haben mit dem Zargen heben. Der Deckel ist jetzt noch improvisiert, da ist eben jetzt der passende unterwegs. Und ja, und das ist jetzt dann eben ein Schubladenmagazin, das noch in der Testphase ist. Ich habe jetzt da eben den ganz normalen Aufbau von einer Magazinbeute, also drei Zarge Zander, und außenrum habe ich quasi den Korpus, wo die, der Einzug läuft jeweils, also wie bei einer Küche auch. Allerdings habe ich da dann nochmal eine Aufhängung drin an den Zargen, wo ich das Ganze einhängen kann, wo ein bisschen mehr Spiel ist dabei. Also es ist nicht starr. Und ich kann quasi die Zarge aus der Verankerung außerhin. Ne? Jetzt fällt mir aber gerade ein, ich kann gar keinen Tausch vornehmen, weil ich die Halterungen noch nicht dran habe an der Zarge. Umgeweißelt mit der Zelle, genau. Und so ziehe ich das jetzt raus. Das ist jetzt der Vollauszug. Und dann habe ich da eben eine Halterung. Das welche ist, die Wirt kannst du da rausziehen? Hast du schon. Da habe ich jetzt, also die Schienen haben ausgelegt bis auf 60 Kilo. 60 Kilo. Also das müsste eigentlich ausreichend sein. Ja. Das ist ja ein Prototyp. Das ist jetzt ein Prototyp, genau. Da habe ich jetzt meinen Klimadeckel drauf. Oder bist du selber drauf? Da bin ich jetzt selber drauf gekommen, weil ich auch Interesse habe an so einem System, das was man praktisch behandeln kann.
Ist das ja quasi so ein Stopper, oder? Das ist jetzt der Stopper, genau, was jetzt eingehängt ist. Das ist jetzt auch noch ein Provisorium, das ist jetzt nur ein Draht. Das ist schon sehr interessant, das. Machen wir schon so. Also. Ich gehe jetzt einmal zurück da. Wie lange hast du das Volk da drüben getragen? Seit März. Also, ich höre dich schon richtig verkehrt. Also, du ja. Genau. Also man ist es so, man muss aber ein bisschen anheben da, das Ganze. Dann kann ich eben die Mitte rausziehen. Ne? Da muss ich dann wechseln mit dem Halter. Mit der Aufhängung. Weil wenn man sagt, da ist der Wurst. Und aber es schaut jetzt so aus. Ja. Als ob sie es auch noch machen. Jetzt werden sie es auch noch machen. Also das ist jetzt auch wo die Chefin ist. Ja. Also Königin ist auch aber gut. Ja. Aber ich bin leider als Kameramann gebucht. Okay, wer? Da hat er da gleich meine Kamera halten. Haben schon Stifte da? Ja. Soll ich mal schauen? Sick. Also sie finden auf jeden Fall schon mal. Nein, der stiftet noch nicht, weil es ist Brutnest nur von Honigen. Mhm. Also sie rammen ein bisschen aus. Ja gut, das können wir davor. Hat jetzt auch vorher angefangen zum Stiften? Glaube ich nicht. Honig ist ja von vorher schon da. Ja, aber dann rammen sie ein bisschen frei und da ist nichts frei. Aber es ist was da, was ruhig sind. Ja, also ich bin mir sicher, dass eine Königin da ist. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht. Ja. Weiter schauen, da ist alles Honig. Da brauchst du das richtige Verhältnis, die Honig. Wenn man sowieso, wenn die mal abgehen, dann wird abstreifen. Wie war es wieder die letzten Monate? Aber ich kann es auch kriegen. Oh, da kriegen, ja. Also heute ist, wenn man nur Interesse halber. Also, das war jetzt zum Beispiel der Schwarmkönigin von letztes Jahr. Ja. Da habe ich einen halben Honigraum voll gehabt. Das sind jetzt von mir. Schwarmkönigin, Entschuldigung, von dir eigentlich abgeschaut? Eine Schwarmkönigin, Fremde. Entschuldigung, muss ich dazu sagen. Also, das war von einem Bekannten, wo wir gesagt haben, das probiere ich jetzt einmal aus. Und das sind zwei Reinzuchtköniginnen von mir. Auch von letztem Jahr, von der Belegstelle. Und also, das Volk, halber Honigraum. Und abgeschwärmt. Ja. Und die habe ich immer noch. Also ich habe bei denen jetzt auch ein bisschen zurückgebaut, weil da habe ich bei denen auch drei Honigräume umgehört. Und da sie jetzt wieder erwarten, eine starke Tracht einsetzt, glaube ich jetzt noch nicht. Und wetterbedingt verschiebt sie das wahrscheinlich noch. Und ich hoffe, dass es halt dann nicht so schlecht wird, dass wir unseren Waldhonig vergessen können. Aber nur einmal, um zu schauen, da war jetzt die Schleuderung vor 2 Wochen. Und wir hatten ja, schlechtes Wetter. Okay. Du, also wirklich. Ja, nach der Schleuderung war schlechtes Wetter und ziemlich gemischt. Ja. Also ohne Rauch geht's auch. Ich habe jetzt nur eine halbe, gut bei Zander nicht dann. Aber wer es heben will. Ja, sehe ich von da. Das ist schon wieder fast voll. Also, das ist das, was mich fasziniert. Also kleine Lücken vom Wetter werden so optimal ausgenutzt oft, wo dann noch was reingeht. Natürlich kannst du auch oft sagen, dass natürlich, wenn es dann schlechter ist, voll verbraucht wird bei den Starkgefäcker. Aber. Ich muss jetzt sagen, du hast es auch Randwabenzung, ja? Korrekt. Ja, ich pass schon auf. Aber ich sage schon Respekt. Da ging schon einiges. Ja, nehmen wir was mit fürs Labor. Ja, da schauen wir mal, was das für ein Honig ist. Würde mich nämlich interessieren. Weil der ist nämlich auch
Ja? Ist jetzt nicht so hell. Naja, ist so. Bin gespannt. Also ich glaube, also mir geht es jetzt nur darum, ob da in die Pollen auch so viele Pollenharze drin sind. Weil dann darf nämlich die Theorie passen, dass die Pollenharze mehr, dass die Blüten mehr Pollenharze ausbilden wegen dem feuchten Wetter. Ja? Mal wünschen. Unten im Bienenhaus ist natürlich auch schön, da können wir da mal einen Mini-Plus aufmachen. Ja, gern. Ja. Eine schon. Da hast du letztes Jahr gerade die Kamera. Weil ich habe letztes Jahr die Kamera. Sehr schön. Also, das hört sich schön aus. Also, das da. Ja, ich schreibe es mal drunter in die Kommentare, wer welches bekommt. Ja. Das hier. Ich laufe immer. Ein Futtertipp heißt noch. Futtertipp, aber den machen wir. Futtertipp ist geheim, es tut mir leid. Sagen wir so, wir haben hier ein Spendenkonto, Paypal. Wenn die Summe passt, könnte ich vielleicht. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es nur ums Geld geht, aber. Wenn halt die Summe passt, dann passt es halt. Ja. Und Gottfried, was sagst du denn? Boah, ich sehe da was. Den müssen wir in Tumpfi zeigen, aber was kennt? Ulrich, kennst du so einen? Der ist voll groß, gell? Ja, du hast den noch nicht gesehen, war vom Ulrich oder einen bekommen. Ja. Ein Korb. Der ist aber riesig, du. Ja, warte, den jetzt vom Ulrich den siehst. Auch groß, was? Auch groß, aber nur verzierter. Ja? Das ist so der Blick, ich komme gerade drüber, aber schau mal so. Das ist echt eine Schau. Das ist ein Traum, gell? Ja. Der Duft, der Blick da aussieht. Das Schöne ist, dass das Häuser recht kompakt ist. Jetzt sammelt sich der Duft so. Ja, das ist so. Und weil es ja doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Gell? Das hat sich ja schon. Ja, 2019 haben sie es umgebaut, also hier aufgebaut. Aber das ist schon sehr, sehr viel älter. Aber von der Breite her auch schon, ja. Streck mal da einmal aus. Also die kommen, ja, dann sind sie ungefähr da, wenn sie 1,50 breit sind. Circa. Wie groß bist du? 1,98. Weil so groß, wenn du deine Hände ausstreckst, warte ja. Mal, sag mal, schau mal, dann ist es genauso groß, wie du groß bist. Also das, dann sind das aber schon 1,68. Genau. Also das ist 1,70. 2 Meter. Ja. Schatz, halt mal. Aber kein Meter schon. Mal. Ja, knapp 2 Meter. Also bis zu den Kanten her, das hat Meter, knapp 1,80 Meter. Ja, wir gingen Asse. Ja, wie breit ist das Häusl? Wir haben 2x5 Meter. Nein, die Länge. Und die Breite, also 2 Meter Außenkante, ja. Und Innenkante, ja. Was kommt da? Schau mal, einen riesen Korb. Der ist ja riesig. Der kommt ja bekannt vor, der Korb. Deiner ist aber noch mit Verzierungen. Sogar. Wenn du kurz vor der Honigente bist, da ist noch mal. Aber du hast ja. Also ich sag's jetzt ungern, aber das ist schon. Boah. Für diese Kulisse. Da zahlen andere viel Geld. Ja, und hier, schaut's her. Das ist Trachtflug. Das ist richtig guter Trachtflug. Ja. Da geht was. Regie. Aber der ist schon schön, gell? Also da hat es mir wirklich gut gefallen. Und eh klassisch, ja. Tja, ich will die jetzt nicht weiter stören. Ja. Wir ziehen ja jetzt dann eh weiter zum Glas, Deko-Sachen kaufen. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Ja. Ich genieße jetzt noch so ein bisschen die Natur. Der Herr Tumpfinger schaut sich
das mal an. Ja. Genauer. Alle Neuheiten, was er so hat, der Sebastian, werden eh die Tage irgendwann, ja, Wochen, Monate werden so, die Neuheiten werden kommen in den Videos. Werden wir ausprobieren. Also ich bin wirklich gespannt. Und wird. Das ist halt der Stand oben. Der ist dahin. Beispiel da wieder reinzukriegen, die ich in den letzten Jahr.